Grüßt euch meine lieben Zuschauer und wieder willkommen zurück zu Let's Play Warface. Diesmal in der normalen Open Beta, da ich die Closed Beta nach der zweiten Aufnahme nicht mehr spielen konnte. Das heißt, unser Rang ist zurückgesetzt und wir müssen nochmal so weitgehend von vorne anfangen. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt nochmal einen kleinen Versus-Modus spielen, so ein bisschen Team-Deathmatch oder Normal-Deathmatch, bisschen in das Spiel reinkommen. Wir gucken einfach mal, was wir machen können. Wir könnten hier ein Team-Deathmatch, das sieht doch ganz gut aus, auch bei einem europäischen Server. Ja, hier, das läuft doch schon wunderbar. Dann beitreten. Wir haben jetzt die M4A1. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Waffe wir haben. Schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall gleich erstmal die ganzen Leute muten. Die gehen mir nämlich... Oh nein, Hunger. Die Karte habe ich schon angespielt. Die ist nicht so toll. Die ist wirklich nicht so toll. Aber gut, egal. Kriegen wir schon hin. Müsste nur mal irgendwie, wenn das denn klappt. Wie lange dauert denn das Laden noch? Das ist halt immer blöd. Die Ladezeiten sind ein bisschen heftig. So, und los geht's. Wir haben ein MG. Nein, jetzt haben wir doch unsere Waffe, die ich wollte. Wie gesagt, ich habe nichts freigeschaltet, weil ich auch nichts hab. Weil ich dann neu anfangen musste. Das Einzige, was ich habe, ist ein neues Fadenkreuz. Was gut war. Oh, shit, fuck. Was war denn das? Das war ein Lag, oder? Ja, das, was sie jetzt in der Beta geändert haben, ist, dass man nicht mehr direkt joinen kann, sondern dass man erst ein paar Sekunden warten muss, bevor man wiederbelebt wird, um dann sagen zu können, ja, ich würde gerne wieder joinen. Ne? Bisschen blöd. Und ich meine, irgendwie ist der Ping nicht so geil, oder? Wo bin ich denn? Ich habe ein ganzes in Ordnung mit dem Ping. Also wir müssen die Blauen abschießen. Das muss ich mir merken. Das habe ich nämlich eben erstmal ein bisschen verpeilt. Da ist doch einer schon. Leckt mich am Sack, ist das ein Scheißping. Tot ist er, tot. Aber... Ja, scheiße, das ist der Respawn-Punkt von denen, deswegen mag ich die Karte nicht so. Wenn nämlich die Leute da reingerannt kommen, dann hat man keine Chance. Wenn jetzt hier die ganzen Leute kommen, dann das wäre ein gefundenes Fressen für Respawn-Killer. Und ich hasse ja Respawn-Killer, wie ihr von meinem Call of Duty-Let's Play kennt. Den will ich noch mitnehmen, danke. Ja, keine Chance, der war da oben. Ah, jetzt ist er tot. Wenigstens habe ich ein paar Frags bisher schon gemacht. Das ist doch wenigstens etwas. Drei Frags? Kann ich wirklich meine Waffe nicht aufbessern? Lass mal gucken. Nö, kann gar nichts machen. Toll. Das ist übrigens auch, was ich sehr mag an diesem Modus. Wir können das jederzeit wechseln. Das heißt, wir müssen nicht irgendwelche Sachen ausgewählt haben am Anfang des Matches, sondern wir können das jederzeit wechseln, wie wir lustig sind. Huch! Ja, Jungs, Mädels, der Ping ist halt irgendwie nicht so geil, merke ich gerade. Aber was will man machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Okay, das ist jetzt irgendwie gelogen. Natürlich habe ich mir das ausgesucht, das ist halt irgendwie droht, ne? So, dann werfen wir einfach mal die Granate da hoch und hoffen, dass wir einen killen. Nö, natürlich nix. Dann, oh! Ja, das, habt ihr gemerkt? Ping. Scheiße. Oh, ich darf wieder. Ich darf wieder. Ich komme nicht mal zum Trinken. Ist voll doof. Werfen wir mal. Granate! Habt ihr gesehen, wie die gesprungen ist? Ah, toll. Ja, das regt mich ein bisschen auf mit dem Ping gerade. Weil so kannst du ja nicht spielen. So kann man ja wirklich nicht spielen. Guckt euch das nochmal an. Bis ich einen Gegner sehe, bin ich schon tot. Da ist niemand. Hier, Verbindungsprobleme. Was ist denn hier los? Hallo, Jungens. Da ist mein Teammate. Kann ich dich wiederbeleben? Nee, kann ich nicht, weil ich kein Sanitäter bin. Ja, hier. Da hatte ich gar kein Problem mit. Der stand da einfach wie so ein... Ja, suck my cock, Alter. Das ist ein Rotz. Kann ich die nehmen? Ja, danke. Weil, dann warte ich nämlich hier kurz... Ich hoffe, dass mir einer entgegenkommt. Aha. Dreimal angeschossen und kein bisschen gestorben. Das ist irgendwie doof, ne? Ja, das ist... Hier, guckt euch das an. Ping ist... Leckt mich! Ping ist im Arsch. Was doch scheiße ist das? Der reagiert auch gar nicht. Ich kann auch... Warum kann ich denn keine Granate werfen? Ey, so ist das, so geht das doch nicht. Also jetzt mal ehrlich, also wenn die Pings nicht mal hinmachen, beziehungsweise...
Ja, der ist weg. War ein Kopfschuss. Ja, das meine ich mit Respawn-Killerei. Wenn die hier einmarschieren, haben wir ein Riesenproblem. Das waren zwei. Ja, der reagiert aber auch gar nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, komm. Lass mich mal hoch. Komm mit hoch. Yes! Perfekt. Ich bedanke mich recht herzlich, auch im Namen von meinen Eltern. So, dann, das war... Ja, der hängt so ein bisschen da rum. Cool. Nein, shit. Och ja. Aha. Ja, zum Ping muss ich ja jetzt nichts mehr sagen, ist ja klar, ne? Aber das ist, wie gesagt, eine Beta. Das wird sich auch wieder alles einrenken. Ich freue mich schon auf jeden Fall, wenn das Spiel final ist. Weil das wird dann nämlich richtig gut. Das macht nämlich schon sehr viel Spaß, gerade weil man viel sammeln kann und viel, wie sagt man denn? Ja, sammeln kann, viel freischalten kann. Ist schon sehr schön. Was halt ein bisschen heftig ist, ist mit dem Geld. Ich sag mal, wir verdienen pro abgeschlossenes Match, selbst wenn wir es gewonnen haben, verdienen wir wirklich nicht ein Vermögen. Wir verdienen wirklich kein Vermögen und das ist leider das Problem. Weil Geld macht halt die Waffen, ne? Wenn wir kein Geld haben, können wir auch nichts kaufen, nichts Neues. Wenn wir nichts kaufen können, dann ballern wir die ganze Zeit mit dieser Waffe hier rum. Ich meine, die ist ja ganz niedlich, die ist ja ganz gut. Aber auf Dauer funktioniert das nicht. Wird jetzt hier schon wieder von einem weggewichst. Ich komme gar nicht zum Respawn. Hier, das dauert übelst mega lange. Ja, toll. Ah ja, hier bestens. Aha! Das kann doch nicht sein, sowas. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das denn für ein Ping? Ich freue mich schon, wenn die Karte vorbei ist, das Match vorbei ist. Weil die Karte ist auch scheiße. Ich mag die Karte nicht. Es ist ungefähr das Pendant zu Nuketown von Call of Duty 2. Black Ops 2. Könnte man so sagen. Ohne Scheiß. Kommt hier einer? Ja, danke. Da ist auch gerade einer noch geflogen. Das sah sehr schön aus. Das war der zweite. Noch einer, bitte? Nö, will keiner. Ist ja blöd. Aber ich kann mich doch mal aufrüsten, gell? Ja, selbst aufstocken. Ja, super. Ich kann mich nicht selbst aufstocken. Das ist doch schön. Ja, Jung. Wie wär's? Du kommst wieder zurück. Komm her! Hilfe! Ja, Franzose. Hallo. Ja, leck mich am Sack. Hier, 4 Kills, Alter. Und ich bin tot. Wegen einer Granate. Wie? Aha. Ach, das ist kein Wunder, dass wir so einen Scheißping haben. Wir spielen mit Franzosen. Ja, gut. Also kein Problem. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Das heißt, wir müssen das nächste Match Franzosen freimachen. Sehr schönes Ding. Geh mal hoch. Habe ich jetzt nachgeladen? Nee, ich habe nicht nachgeladen. Wie blöd ist das denn? Komm. Hallo. Ja, leckt mich am Arsch. Jetzt sag bitte nicht, dass das Spiel fertig ist. Ja, danke. Hätte ich nämlich jetzt gekotzt. Ich habe dich angeschossen, aber leider kriegt man bisher noch nichts für einen Assist. Das ist ein bisschen blöd. Wegrutschen. Jung. Links sind welche bestimmt. Nee. Aber dann hier rechts. Nee, auch nicht. Okay, wir gehen einfach mal von der linken Seite rein, von der linken Flanke. Vielleicht klappt das ja sogar ein bisschen. Ach ja. Hier. Bam. Tot. Wie ist denn mein Score? Oh, hier. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin auf jeden Fall in dem Spiel besser als in Call of Duty. Ob das ein Zeichen ist? Komm, nimm das Ding, friss das. Ah, habe ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, habe ich noch eine Granate. Schönes Ding. Ja, toll. Natürlich nichts kaputt. Wir haben noch eine Minute und 7 Sekunden. Schönes Ding. Dann gehen wir mal hier lang. Hier, hier kommt keiner. Da ist mein Teammate mit einem scheiß Lag. Ich glaube, wir marschieren da jetzt gerade rein. Aha. Ja, danke.
Ich müsste mal nachladen. Lad mal bitte schneller nach. Danke. Hier, ein Traum. Ein Traum. Doppel-Headshot. Dieser Drecksping. Aha. Ach, von da oben. Ach so. Ich wusste jetzt gar nicht, von wo ich beschossen werde, weil der Ping so scheiße war. Ich muss auf jeden Fall gleich mal den Server wechseln. Das geht ja gar nicht so. Also in der Closed Beta war das irgendwie besser. Da war der Ping zwar auch nicht perfekt, aber ein bisschen besser als jetzt. Mein, so ein Ping. Ohne Ping geht ja nix. Ja, ich komm doch. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Ja, scheiße. Und Match ist vorbei. Also ich bin Dritter. Ich kann zufrieden sein. Wir haben aber verloren, gell? Ja, mit 4 Frags. Schade. Ja, das im Hintergrund, das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. Wie gesagt, die Auflösung muss auch noch gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Oh. Hier ein paar Erfahrungspunkte haben wir schon gekriegt. Bin ich jetzt einen Rang höher? Oder bin ich immer noch auf Level 1? Ich bin immer noch auf Level 1, ne? Und das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Man kriegt ja für nix Erfahrungspunkte. Man kriegt ja wirklich für gar nichts Erfahrungspunkte. Ich habe dem jetzt, ich habe den Leuten mehrmals ins Gesicht gewichst. Also wirklich relativ, ne? Blöd. Na gut, vielleicht das nächste Mal. Was habe ich denn gekriegt? Hier. Oh, ich habe ganze... Oh, hier. Ja gut, das ist schon mal ein bisschen. Erfahrungspunkte habe ich. Leck mich am Arsch. Also da können wir wirklich ewig spielen. Aha, aha. Habe ich die Waffe gekriegt? Krieg ich die? Ja! Wunderbar, ich habe eine neue Waffe. Jungs und Mädels. Ich habe mir eine neue Waffe freigeschaltet. Glückwunsch, du hast einen neuen Gegenstand freigeschaltet. Ja, besten Dank. Dieses deutsche Sturmgewehr von Zettler und Melz ist eine Variante des Z68. Das K im Namen steht für die kürzere Bauart. Aha. Gut, danke. Ich werde jetzt erstmal den Server verlassen. Dankeschön. Dann möchte ich mich nämlich erstmal kurz neu einrichten. Wo geht denn das jetzt nochmal? Ja, da möchte ich doch mal... Was brauche ich denn dafür? Wähle ein Händler... Nee, ich hätte gern das Reflexvisier. Das ist nämlich... Muss ich euch gerade sagen, hier, das mit dem Händler, das ist nämlich das, was auch teilweise wirklich süchtig macht bei einem Spiel, weil... wir spielen ja und wir schalten ja dadurch, hier durch diese ganzen Dinger, schalten wir immer wieder neue Sachen frei. Einmal Bekleidung, einmal Ausrüstung, einmal Waffen. Und das ist das, was das Spiel wirklich so spielenwert macht. Deswegen, der Rang ist scheißegal eigentlich. Außer, dass wir vielleicht bei manchen Waffen, glaube ich, einen bestimmten Rang brauchen. Aber die ganzen Sachen erstmal freizuschalten, das ist das, was richtig Spaß macht. Und als nächstes werde ich das Reflexvisier auswählen. Und ich werde erstmal, ich muss in den Laden, gell? Ich muss erstmal wieder mit den Sachen... Ja, ich muss in den Laden, genau. So, wir sind jetzt ein Schütze und haben jetzt eine Waffe. Was, die ist ein bisschen stärker, gell? Was ist ein Sp? Was ist ein Sp? Das ist mal ein Scheiß, was ist ein Sp? Alter, muss die jetzt noch kaufen, oder was? Hä? Wie jetzt? Ja, aber warum? Ich hab die doch... Ich hab... Bin ich blöd? Ich hab die doch gerade freigeschaltet. Meine lieben Zuschauer, ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Ich hab mir dieses Scheißding, hab ich mir doch gerade freigeschaltet. Hä? Ich hab's doch... Ich sag jetzt einfach mal, es liegt an der Beta. Ich sag jetzt einfach mal, es liegt an der Beta, dass es eigentlich scheißegal ist, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen oder wie viel Geld. Ist mir egal. Ich kaufe mir das Ding jetzt einfach mal. Was das dauert... Was? Hä? Achso, das sind die Credits oder mit Geld? Ja, dann kaufen. Nicht genug. Wow, was soll das Spiel? Ja, leck mich am Sack. Ja, blöd. Ich hab das... Hä? Ah, ich bin so dämlich. Ah, okay. Ja, hier. Nee, das war ein Fehler von mir. Wir müssen die freischalten, ne? Wir müssen die freischalten. Das sieht man daran, dass die kein Geriffeltes im Hintergrund haben. Das heißt, wir müssen die freischalten, damit wir sie noch später kaufen können. Ja, scheiße. Lass mal gucken, was Credits kosten. Was kosten denn Credits? Ich möchte... Ah!
Echt jetzt? Okay, hier, meine lieben Zuschauer, das muss hier noch gefixt werden. Ihr habt gesehen, wie viel Geld ich jetzt bekommen habe, obwohl ich dritter Platz war. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber ich war dritter Platz. Ich habe $200 verdient oder $216, ja? Diese Kackwaffe kostet $4.800. Jetzt rechnet doch mal bitte, wie lange ich spielen muss, damit ich diese Waffe mir leisten kann. Also meine lieben Entwickler, bitte fixt das. Das kann nicht angehen. Das kann wirklich nicht angehen, dass ihr das Geld so rar setzt. Ich meine, gut, Free-to-Play-Shooter hin oder her, aber ohne Scheiß. Das darf nicht sein. Gut, so, aber das ist mir jetzt zu viel. Ich mache jetzt immer einen Schnitt. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich denke mal, wir werden dann hoffentlich einen Server finden, der weniger laggt. Also meine Lieben, dann bis später. Haut rein.